Moin, mein Name ist Heinrich Löwe und mit mir spielt die... Mathilde, die pflanzt gerade ihr erstes Superkorn an. Superkorn. Pat, Moped, da bist du grün. Schraubenschlüssel ist auch dabei. Okay, lieber Heinrich, Mathilde ist startklar. Ja, ich suche mein Fahrzeug gerade. Ich hab's gefunden. Und so stolz ist er darauf, dass er es direkt die ganze Zeit vor sich herträgt. Ja, weil ich das so schön finde. Oh, ich hätte es hier oben auch abstellen können. Cool. Ja, nein. Doch. Richtig cool. Hast du die Tür hinter dir zugemacht? Nein. War so cool, ich habe keine Zeit für die Tür. Da kommt doch keiner drauf. So. Soll ich dir was sagen? Es ist mir vorige Folge schon mit dem Fahrrad schon passiert. Ich habe auch keine Ahnung, wie viele von den Fackeln ich schon mit meinem Auto umgefahren habe. Ja, warum will die Katze, was will die jetzt von mir? Warum ist jetzt... Für euch zur Info, die Katze sitzt gerade neben Heinrichs rechter Hand, in der er seine Maus hält und schaut ihn an. Zeigt sie mir jetzt ihre Dankbarkeit? Weil letztes Mal während der Folge hat die Katze gekotzt. Also nochmal zur Info, wir nehmen das ja immer einige Folgen immer direkt hintereinander auf, weil ich finde, Seven Days ist so ein Spiel, das mache ich nicht für 5 Minuten an. Und darum machen wir auch die Aufnahmen direkt hintereinander. Also in der letzten ja, Folge. So so 2 oder 3 Folgen machen wir meistens hintereinander und dann ist immer so eine Woche Pause in der Regel dazwischen. Genau. Und ich sehe gerade, ich müsste auch das eine oder andere Auto vielleicht noch kaputt machen. Ja, ich habe jetzt auch nur noch 39, 38 Sprit, also... Okay, ich habe 53. Aber ich glaube, ein bisschen Sprit, so 100 oder 200 müsste ich noch haben für die Kettensäge. Hui! Die Katze schaut ihn irritiert an. So, Info am Rande. Ich habe auch keine Ahnung, warum die jetzt da so sitzt und mich anguckt. Das weiß ich auch nicht, Heinrich. Ich fühle mich ein bisschen gestalkt, muss ich ehrlich sagen. Das kann ich irgendwie nachvollziehen. Ist sie jetzt beleidigt, wütend auf mich, weil ich sie, als sie gekotzt hat oder hochgewirkt hat, ins Katzenklo gepuxiert habe? Ich weiß es nicht. Kein Mensch versteht diese Katze. Nee. Aber sie ist ja zutraulich. Sie ist einfach nur lieb und süß und plüschig. Genau, eine Plüschkatze. Ihr seht sie ja jedes Mal im Vorspann. Genau. Aber nicht bei allen Videos. Nee, bei den 7 Days Videos. Nur bei 7 Days, ja. Ich glaube, bei Discord hatten wir sie auch drin. Discord bei Dingsbums. Dingsbums? Ja, bei Dingsbums haben wir sie auch drin. So, ich nehme jetzt einfach mal dieses Haus hier vor. Jeder nimmt sich ein Haus vor, dann gucken wir zu zweit. Oh, das scheinen wir schon mal kontrolliert zu haben. Da steht nämlich die Tür offen. Aber dieses hier sieht noch unbesucht aus. Oh ja. Da ist richtig Gitter dran. Als Schutz. Aha, daneben geschlagen. Hast du dich verletzt? Nee, ne? Ja, wir haben sie geweckt. Hast du Sichtkontakt? Nein. Ah, da sind sie. Brechen durch eine Tür durch. Oh, Arm abgeschlagen. Nicht schlecht. Ah, da im Schrank sind sie doch bestimmt. Kann man Schränke aufschießen? Ja. Oh ja, geht. Er schläft.
Und der auch. So. Oh, ich habe Nitrat gefunden. Immer mitnehmen. Und 4 Kochtöpfe. Dich habe ich übersehen. Und Farbe. Juhu, ich kann wieder Farben machen. Brauchten wir noch Topfpflanzen? Können wir wenn auch selber bauen. Aber die Kochtöpfe werde ich mal zerlegen. Jo, ich zerlege jetzt mal alles so ein bisschen. Zu gucken, was da rauskommt. Nichts Besonderes. Okay, da geht's in den Keller. Ah, da bist du. Da geht's wieder raus. Ah, hier ist eine Garage. Oh, sind wir hier schon mal durch die... Ah! Was ist A? Ist A heißt, ich bin in den Keller abgestürzt. Und A heißt, hier ist ein Footballspieler. Jo, dann gehe ich mal in den Keller. Ja. Bauarbeiter. Und leuchtet Zombie. So. Alter. Also im Footballspieler habe ich den Schädel eingeschlagen, sei an der Stelle erwähnt. Ich komme zu dir. Ja, ich blute ein bisschen. Ich komme von hinten. Ach, der Leuchter ist kaputt. Ja, den habe ich eliminiert. Nur der... Ich hab's mit dem Powerschlag unterschätzt. So. Ich hab ihn nicht richtig getroffen oder so. Guck, ich schmiere den Keller weiter an. Wenn ich da schon runtergeplumpst bin. Küche warst du durchgehabt, ja, ne? Ja. Ich wollte eigentlich gerade in die Garage gehen, aber dann bin ich in den Keller eingestürzt. Netter Weinkeller, sei an der Stelle erwähnt. Ja. Boah, ist ja nichts Berauschendes hier, oder? Nö. Ging's nach oben? Keine Ahnung, so weit bin ich nicht gekommen. Weil das war ja so ein Spitzdachhaus. Oh, doch, hier ist, geht's nach oben. Ach, Mist, ich komm nicht hoch. Komm ich nicht rüber. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Oh, der ist runtergefallen, Schatz. Ah! Hinter dir! Der Zombie hat keine Arme mehr! Der Zombie hat keine Arme mehr! Mist! Aus dir, Zombie! Weiß trotzdem noch. Jetzt hat er auch keinen Kopf mehr. Oh! Raus hier! Ja, treffen! Sieben! Verflixt ist und zugenäht, da sind ja mehrere Zombies. Okay, wo ist sie? Okay, hat mich. Was? Ja. Ich nutze mein Motorrad. Jetzt fällt mir ein, was er geschrieben hat in den Kommentaren. Was denn? Naja, Betten mitnehmen. Ah. Jetzt fällt's mir ein.
Jetzt habe ich hier kein Fahrzeug, weil ich am Arsch der Welt... Mein Auto. Nee, ich muss erstmal zu unserer Verteidigungsbasis. Ach so. Ja. So. Haben wir vielleicht noch was in der Garage, ein Fahrrad oder so? Ich habe auch das Gefühl, ich sterbe immer irgendwie. Oh, ich treffe diese blöden Tussis nicht. Oh, ich bin am Fahrrad. Hui. Oh! Ja. Trinken und Fahrradfahren funktioniert nicht. Auf jeden Fall habe ich 3 von den Leuchtezombies außerhalb des Hauses jetzt. Okay. Mach einen hier auf die Bösen von Mad Max. Erster Teil. Oh, das waren aber Zivilisten, ne? Aua. Mathilde Mad Max Style. Oh oh. Und komm rum. Aua! Miststücke! Leben noch? Ja. Ich habe keine Ahnung, wie häufig ich jetzt schon über die Tussis drüber gefahren bin. Aber ich locke sie auch so immer ein bisschen weiter von dem Haus weg. Aber die Fahrräder bringe ich gleich mal mit rein und hole mir dein Auto. Jetzt ist es dann mein Auto. Oh 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 oh. Klingt so, als ob du Spaß hast. Ich glaube, am nächsten Tag, aua, buddelig oder so. Ich weiß nicht, was... Ah, die fressen ein Kaninchen da gerade auf. Ich habe Kaninchen überfahren und das... Zerflippen die da gerade. Ist ja ganz schön fies. Aber es ist praktisch, dann bleiben die an einer Stelle und ich kann immer über sie rüberfahren. Ich weiß nur nicht, wie lange es dauert, bis ich die mit dem Motorrad endlich mal wirklich tot gefahren habe. Na, vielleicht geht das auch gar nicht. Oh doch, eine ist tot. Oh, eine ist richtig schön geflogen. Ich sehe gerade, du musst dich mal heilen. Ach. So, es ist nur noch einer am Leben übrigens. Naja. Mein Sprit ist allerdings fast alle. 1,4 Kilometer bin ich, dann bin ich bei dir. So, ich habe die Leuchtetussis Mad Max-Style-mäßig nicht umgehauen. Konnte man zu zweit mit dem Fahrzeug hier auffahren? Ja. Also mit dem Auto, ja. Weil dann können wir auf dem Rückweg ja unsere Bikes so nehmen und dann... Ja. Aber jetzt bin ich schlau gewesen. Ich habe meinen Schlafsack gleich mitgenommen. Ah, ich habe hier schon wieder so ein... Oh, hier ist schon wieder so ein doofer Bug für mich. Wieder so ein komisches Loch im Boden. Ah, nur mit dem Fahrzeug. Okay.
So, also drei Leuchtzombies gerade sehr elegant getötet. Ich nehme nochmal einen Erste-Hilfe-Verband extra. Bist du wieder im Haus drin, ja? Da ist dein Backpack. Meterchen noch. Ich bin stolz auf dich. Ich auf mich auch. Oh, Munition und Patronenhülsen. Kann man immer gebrauchen. Und Ölschiefer. Ich mach die ganzen Brücken kaputt hier. Ja, das Auto ist da nicht ohne. Kein Versteck. Da geht's auf den Dachboden rauf. Ich höre dich. Ich habe diesmal meinen Schlafsack mitgenommen und erstmal rausgeschmissen. So. Ich bin halbnackt. Wo sind sie? Ich hab mich auf dem Klo. Wow! Alter, Scheiße! Wow! Scheiße, ey! Hilfe! Lass mich raus! Alter, die sind ja gerade direkt vor meiner Nase gespawnt. Ja, nicht ohne. Oh, hast du sie gerade gekillt? Ja. Ich habe ihr den Kopf zerschmettert. Spawn ja recht schnell. Da kommen die Nächsten. Oder bist du das gerade gewesen? Du haust irgendwo gegen, okay. Ja, ich hau dir gerade die Tür an. Damit wir einen schnelleren Fluchtweg im Zweifelsfall haben. Weil da war auch einer drin. Ja, hier ist aber wie gesagt auch gleich eine neu gespawnt. Das ist ja echt nervig. Ja, also die eine ist gerade echt direkt. Also, ja, hier sind zwei Tussis. Oh, links. 3, 3, 3, 3, 3, 3 in Raum. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich hab sie gerade. Ich bin hier, ich bin hinter dir. Ich bin auf dem Weg draußen, sozusagen. Ja, ich hab da gerade drei auf einen Haufen gesehen. Ich seh dich irgendwie nicht. Ich bin direkt hier. Du schaust mich direkt an. Ich schau dich nicht an, ich sehe dich nicht. Ich hab hier gerade eine Tür kaputt gehauen. Ich hau die Tür kaputt. Siehst du das, wie ich die Tür kaputt haue? Die Tür geht kaputt, aber ich sehe dich als Spielfigur nicht. Dann locke ich mich einmal aus und wieder ein. Ja. Jetzt eine Granate oder so. Ja, mir fällt doch leider ein, was ich vergessen habe. Ich habe meine Schrotflinte vergessen. Irgendwas ist ja gerade wach geworden. Ja, ich höre auch was. So. Sag mal, wenn du meine Einladung annehmen könntest. Wäre schön, wenn du mal rausgehen würdest. Das sind die drei Mädels wahrscheinlich. Drei Leuchtemädels, habe ich keinen Bock. Ich glaube, deswegen hatten wir die Häuser auch nicht so weit durchsucht. Ist ja doof. Warum kann ich das nicht nehmen, Mensch? Bist du noch drin? Nein, ich bin auf dem Dach. Gut. Ich hab's nämlich gerade im Flur langlaufen sehen. Oh, ich muss mich einmal kurz ausruhen. Die kommen ja auch, glaube ich, gar nicht so doof drauf, ne?
Man kommt ja hier drauf und dann hier, 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 hier. Und man rutscht ja auch hier runter. Ja, ja. Ja, komm einfach von oben, ist doch viel besser. Das dachte ich mir auch gerade. Kloppen uns einfach durchs Dach. Oh, oh, oh. Oder auch nicht. Kommen Sie her? Doch, ja, kommen Sie, danke. Danke für die Info. Ich bin unten. Nur auf dem Dach, ne? Ja. Die haben sich auch gedacht, wir kommen hoch. Okay. Ja, da kommen sie. Okay, schlechte Idee. Oh oh. Aua. Ah, da kommt die nächsten. Oh ho, ho. Ey, Tussi, runter vom Auto. Hinter Blitze. Tussi, ich glaube, du spinnst, weg vom Auto. Irgendwie haben die mich erwischt. Aua. Das Stück. Gefühlt können die 5 Meter schlagen. Ja. So. Du bist schon wieder tot? Ja, natürlich. Ja. Ich bin zu Fuß draußen und kämpfe dagegen 4, 5 Viecher. Ein Schnell und 3 Leuchte waren es, glaube ich. Ah, sie sind tot. Ach, du rennst da noch rum. Ja, weil ich da meinen. Ach, ich ziehe sicher, der ist fast auf dich geschossen. Na toll. In das Haus bin ich 2-mal gestorben. Und hab jetzt auch gut 2, 3 Magazine mit Schrott verballert. Ja, ich glaube, Leuchte-Zombies einfach wegfahren. Es rentiert sich irgendwie nicht. Nee. Was sind die Zombies, die ich höre? Unten. Ach, da. War es nur der eine? Ups. Noch nicht fertig mit diesem Haus. Mit welchem Haus? Dem Haus des Todes. Wir wissen, wo die Tussis hier hochgekommen sind. Ah, hier sind sie hochgekommen. Okay, okay. Haben wir uns die Baustelle hier mal angeguckt? Ich bin mir nicht sicher. Oh, hast recht, Leichen bringt auch Nitrat. Weil hier liegt gerade so ein Haufen. Was ist das denn? Oh, ein Bipod. Was war denn ein Bipod? Damit kann man besser zielen. Ach, jetzt weiß ich wieder, was auf der Baustelle war. Was war denn auf der Baustelle? Zombiebär, Zombiebär. Oh. Es ist hier ein Zombiebär. Warum lagen da so viele Leichen?
Aber ich glaube, den haben wir doch schon mal bekämpft, oder? Kann sein, dass das mal ein Auftrag war. So. Ein bisschen was Schönes habe ich noch gefunden. Mit dem Gebäude bist du durch, ja? Ja. Ich habe jetzt 29 7mm Patronen, 15 Flinten und 59 9mm. Ach. Oh, hier ist ein heiles Auto. Oh. Oh, ich hätte mich mal vorher entladen sollen. Ein bisschen Messing. Ach, das fängt ja auch schon wieder an mit so einem Leuchte-Scheiß-Kack-Zombie. Oh, ich habe einen Motor gefunden. Cool, hier sind gleich mehrere Leuchte-Zombies. Ich komme zu dir. Achtung, der kommt gleich durch. Ist gleich durch. Yeah, guter Schuss. Guter Schuss. Ah, die kommt auch durch. Hammer. Die ist noch nicht tot. Oh. Ja, das war voll im Kopf. Oh! 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 Ah! Jetzt ist hinter mir her wieder! Immer ich! Ah, ich bin bleib hier! Oh, diese scheiß Kackwaffe! Jetzt ist er tot. Oh, da ist noch einer. Ja, Bike. Oh, der ist schon da. Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Ja, da steckt mal ein Bolzen drin im Kopf. War wahrscheinlich so ein Kombi-Ding. Ich hab geschossen und du hast geschlagen. Wir haben beide gleichzeitig platt gemacht wahrscheinlich. Voll gut. Ich mag es, wenn man schlägt. Warte mal ganz kurz. Achso, der Typ ist schon draußen. Was ist da drin? Da ist nix drin. Achtung. Warte mal, schieße mal ganz kurz. Da ist nichts dran, okay. Ja, ich schieße mal gleich die Schränke auf. Ja, die hier sind beide zu. Also, beide leer. Die sind hier schon durchgekommen. Die haben wir aufgemacht. Das waren auch, glaube ich. Ah, Zombie im Klo. Was für einer? Dicke Leuchte-Zombie. Hm. Die im Weißen. Also einmal mit Schleichschaden könnte man drauf schießen. Du lockst sie an, ich klappe von der Seite. Okay. Dann rennen wir raus. Hab ich. Kommt. Ich renne raus. Wo geht's raus? Da geht's raus. Hier geht's raus. Oh, nimm den Frame weg. Aha. Oh Gott, das sind zwei. Oh oh. Verdammt, daneben. Oh. Achtung, zweite kommt auch. Muss mich ausruhen. Dann wechsel du zu. Waffe wechseln! Aua, irgendwas hat mich erwischt. Super. Was denn? Wenn ich die gerade angucke, twerkt die.
Die Dicke twerkt. Twerk, Baby, twerk. Yes. Oh Mann. Ich hab so das Gefühl, es waren bestimmt nicht die letzten. Bestimmt nicht. Wir bleiben auf jeden Fall beieinander. Oh je, meine Nase juckt. Nicht kratzen. Oh! Normale Zombies. Jetzt hast du die Zeit zum Kratzen. Ich musste niesen. Okay. Ach, hier sind auch noch Minen. Oh. Bist du, da bist du. Dass man diese Minen nicht einsammeln kann, das finde ich voll schade. Hm. Oh, ich muss was trinken. Ich muss nichts erstmal trinken, ich sterbe eh gleich wieder. Hast du das? Ja, gut. Ja. Ach, hier geht's noch raus. Okay. Bist du schon? Ja, schnell einen Zombie entdeckt. Alter, hat mich auch erwischt. Auf der Treppe. Ja, ich muss meinen letzten Verband nehmen. Klingt ja wie EG. Nee, war oben. Oh, ich sehe gerade, es ist ja schon 19 Uhr. Ja. Wenn wir keine solche Zombie mehr sehen, ist alles tutti. Oh, hier geht's auf Dach oder was? Vogel! Kackvogel! Wo ist der hin? Da, kommt da. Über mir? Okay. Jetzt hier außen lang. Vogel! Oh, daneben. Zweimal daneben. Dreimal daneben. Kein Kommentar. So, oh, da haben wir... Du bist im Weg! Ein Leuchte. Leuchte, ein Zombie, meine ich. Da ist ein Leuchter. Der kommt sogar gesprungen. Wechseltaktik! Wollen wir, kommen wir hier irgendwie aufs Dach? Oh oh. Oh! Ja, komm raus. Bist du? Bin hier runter, falsch rausgegangen. Ja, ich würde sagen, fahren wir nach Hause. Ja. Da ist noch so eine dicke Leuchte. Das sind zwei dicke. Ich glaube, heute haben wir voll das Minusgeschäft gemacht. Ich glaube auch. Wo war mein Auto? Hey das Mann, wo steht mein Auto? Oder? Nee, hey Mann, wo ist mein Auto? Hey Dude! Der andere. Sweet, da ist dein Auto. Hast du dein Moped auch schon eingepackt? Na klar. Warte, ich tanke. Hey, warte auf mich, Heinrich! Ich muss eh kurz aussteigen und mein Bett nehmen. Ich weiß schon, warum wir uns diese Stadt nicht so genau angeschaut hatten. Ja, irgendwie ist der Loot so rar. Also dafür, dass wir jetzt so viele Leuchte-Zombies platt gemacht haben,
Aber jetzt ganz wenig, also ich habe kaum was gefunden, was irgendwie cool ist. Also. Ja, also ich habe halt Munition gefunden, ne? Das ist... Aber weißt du, was ich jetzt mache, einfach auf dem Weg? Das meiste habe ich mitgebracht, also ich habe so gut wie nichts gefunden, alles nur Müll. Okay. Ich habe auf dem Weg hierher, habe ich aber sehr viele Findlinge gesehen. Ich halte jetzt einfach dann immer bei den Findlingen an und zerhacke die. Mhm. Die andere Stadt in der Wüste war irgendwie ertragreich. Ja, die war auch irgendwie... Ja. Ja, die hatten wir durch, oder? Nee, gar nicht. Nee, ich glaube noch nicht ganz. Aber dann braucht man wieder... Da muss man echt so ein paar Tage... Ja. Oh, ein Scharfschütz. Eine MR10. Und 7mm Pistole. Hier war nämlich gerade irgendwie Dropblut. Mhm. Deswegen, ich dachte mir, was ist denn da so gelb? Ah, du holst mich ja eh gleich ein, ich bin ja nicht so schnell. Naja, ich weiß nicht, wie viele zwischendurch ich halten werde, ne? Weil ich denke, bei dem einen oder anderen Findling werde ich jetzt einfach anhalten. Es waren hier so viele auf dem Weg und wenn die direkt an der Straße sind... Hier sind große Findlinge. Kriegt man da... Ich muss auf jeden Fall Verbände machen. Verbände machen, ja. So. Von den 10, die ich mit hatte, habe ich jetzt noch 5. Nee, der gibt nichts. Oh. Ich glaube, Mami! Ich fahre mal nach Hause. Ich wurde gerade hier fast von einem Wolf attackiert. Habe ich das. Kommt es mir nur so vor, oder sind die Zombieherden weniger geworden? Jetzt zum Nachhinein? Stimmt, die sind weniger geworden, ja. Das waren ja früher echt viele Zombie-Wanderungen immer, stimmt, ne? So Horden. Stimmt. Irgendwann konnten wir gar nicht mehr von der Basis weg, weil wir nur noch damit beschäftigt waren, diese Horden abzuwehren. Hm. Oh, die Brücke ist jetzt wirklich im Arsch. Ja. Das Fahrzeug macht alles kaputt. Also gerade das Auto macht sehr viel kaputt, ja. Aber ich fahre jetzt auch direkt nach Hause. Bei dem Licht sehe ich ja auch gar nichts mehr. Nee, ich sehe, so sieht man nichts. Lieber Heinrich, was machen wir morgen? Ich glaube, ich bleib zu Hause und fange mit dem Graben an. Ich mach mal so einen Graben. Okay, dann baue ich an meinem Highway weiter. Oh, ich sehe dich. Oh, ich sehe das, den Feuerschein. Ich glaube, ich mache dann so einen, ich sag mal, Parkplatz, dass wir wissen, wo wir die Autos und so mal abstellen können, ohne dass wir gleich hier alles umfahren. Oh, ich bin zu blöd, hier hochzuklettern. Das kann doch nicht wahr sein. Das passiert. So, jetzt bin ich oben. Wunderbar, gut. Mit diesem Ausblick hier lassen wir euch. Genießt ihn. Genießt den Sternenhimmel. Hey, wo sind die Sterne? Gibt ja keine Sterne. Wahrscheinlich noch nicht spät genug. Hm. Na gut, mit diesem leeren Sternenhimmel. Sternenhimmel ohne Sterne.
Verlassen wir euch. Ein Gitterhimmel. Ein Gitterhimmel. Wunderschön. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi.